Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich habe jetzt eine etwas andere Legung für dich, und zwar eine zeitlose Legung. Wir schauen uns an mit den Lennys, was wirkt im Jetzt, welcher Aspekt kommt aus der Vergangenheit dazu, welcher Aspekt ist in der Zukunft, und zwar die kommenden 4 Wochen. Dann schauen wir mit den Seelenblickkarten nochmal so die Aspekte, die im Unbewussten wirken, die dir nicht bewusst sind, und bekommen dann noch eine Karte vom Tarot als Ergänzung nochmal dazu und schauen uns an, was ist denn in den kommenden vier Wochen Thema, was im Jetzt ist und was sich eben aus der Vergangenheit in die Zukunft bewegt, sage ich mal. Ja, und wir starten. Die Karten findest du wie immer unten aufgeführt. Slideseers Tarot, die Seelenblickkarten von der Doreen Stahl und die Licht- und Schattenkarten von der Angelina Schulze. Wir schauen uns jetzt dein Jetzt an. Das Jetzt im Kollektiv. Denk bitte dran, Rollen können auch vertauscht sein, Zeit ist fließend. Und ich freue mich sehr, wenn ihr damit in Resonanz geht, freue ich mich über einen Daumen nach oben und auch über ein Abo, damit der Kanal wachsen kann, meine Lieben. So, und jetzt konzentriere ich mich auf die Karten. Die Störche. Hubala, die fällt jetzt gleich auch noch runter. Deshalb, ich habe es schon fast im Gespür gehabt, dass da jetzt eine nicht so schöne Karte kommt. Und die Lilien. Meine Lieben, wir schauen uns das an. Die Wegekarte, da geht es um Entscheidungen, um Lösungen, Wege, Möglichkeiten, Alternativen, die es gilt zu treffen, zu finden, zu suchen. Manchmal muss man sie auch suchen. Und hier ist ein Wandel angezeigt. Oh, sorry, ich habe wieder gewackelt. Hier ist ein Wandel angezeigt. Positive Veränderungen, die in der Zukunft etwas beenden. Positive Veränderungen, eine Entscheidung im Jetzt beendet in der Zukunft etwas. Der Sarg ist aber auch eine Karte, wo ein Kummer angezeigt wird, wo ein Stillstand angezeigt wird, wo eine... kann auch eine Transformation sein, die hier angezeigt wird, ebenso möglich. Ein Transformationsprozess kann hier angezeigt sein. Auch gerade mit den Störchen. Das ist auch möglich. Die Wege steht noch für die Zahl 2. Es ist auch gut möglich, dass es hier um 2 Entscheidungen geht, die jetzt zu treffen sind bei dir. Und es geht darum, einen davon sozusagen, eine Möglichkeit sozusagen wegzulassen, zu beerdigen, abzuhaken. Ja? Dass es nur wirklich einen Weg gibt und diesen einen Weg, also diese Entscheidung zu treffen, hat was damit zu tun, dass du hier die Lösung findest, die für dich am besten ist, ja, weil wenn du die Entscheidung triffst und aus dem Herzen triffst, dann ist es selten verkehrt, wenn ihr euch mal die Karte genau anschaut, sind beide Wege sehr hell, aber der rechte, also der da, der ist noch ein kleines bisschen grüner und heller.
Und das, was die Karte damit sagen möchte, heißt auch, nichts ist so schlimm, als in dieser Entscheidungsunfähigkeit zu stecken. Ja, das ist auch etwas. Also es ist wichtig, im Jetzt eine Entscheidung zu treffen für eine positive Veränderung. Wir schauen uns das nächste noch an. Die Lilie liegt hier an der Unterseite. Die Lilie steht für ganz viel. Das werde ich jetzt nicht alles aufzählen, aber so die Hauptthemen der Lilie: Ausgleich, Balance, Vater, Vaterschaft, Thema Sexualität, Leidenschaft. Das kann ein wohlwollender Mann sein, ein mächtiger Mann. Es kann auch um eine gewisse Macht gehen. Und das kann jetzt auch die eigene Macht sein, ja. Und manchmal ist die Lilie auch ein Geschäftsmann. Ja, das sind mal so die Sachen, die mir jetzt als erstes reinkommen. Und wir schauen uns jetzt mit den Seelenblickkarten die Wege nochmal genau an, was da an Lösungen, Möglichkeiten, Alternativen, was hier noch so im Unbewussten versteckt ist. Eine lange Zeitspanne, das Thema Geduld, Beharrlichkeit. Geduldig die verschiedenen Möglichkeiten ausloten. Es hat dann auch immer was mit Informationssammlung zu tun, damit du das Wissen hast, um die richtige Entscheidung für dich zu treffen. Es geht hier immer um dich, ja? Weil wenn du die Entscheidung für dich richtig triffst, dann also aus dem Herz heraus und dir ganz klar bist, jawohl, ich nehme jetzt den Weg. Und wenn dann dieser Weg nicht funktioniert, dann kannst du sagen, okay, dann war es halt so, dann entscheide ich mich das nächste Mal anders. Oder es tut sich da eine neue Alternative auf, wenn du mit diesem Weg dann doch nicht so ganz zufrieden bist. Bitte eine Karte für die Störche. Und da kommen auch zwei Karten. Sehr schön. Ein Irrglaube, ein Selbstbetrug, die Wahrheit nicht annehmen können, verändert sich positiv. Ein Wandel in einem Irrglaube. Und ja, das spricht jetzt dann schon wieder für die Transformation, die hier angezeigt ist. Zartes Wachstum, es geht voran. Du erkennst hier einen Irrglauben. Also einen Selbstbetrug oder etwas, wo du dir einfach getäuscht hast. Und jetzt kannst du eine neue Entscheidung treffen. Und für diese neue Entscheidung darfst du dir auch Zeit nehmen. Du darfst hier geduldig sein. Aber auch beharrlich, sagt die Karte. Bitte für den Sarg eine Karte. Ach gut, da kommt ein ganzer Packen. Also gut, ich nehme den ganzen Packen. Es scheint doch etwas umfangreicher zu sein. Hier kommt das Thema Kinder. Junge Mädchen, Haustier, Stiefkind, Adoptivkind. Vielleicht gab es da eine Situation in der Vergangenheit, wo du einem Irrglauben aufgesessen hast und jetzt eben das Thema ist, neue Möglichkeiten zu finden oder zu suchen. Hier kommt das Thema Liebeskummer, Depression, Verzweiflung, ein innerer Schmerz. Kann natürlich auch sein, dass dieser Liebeskummer mit oder wegen Kindern ist. Und ein wohlwollender Mann spielt hier eine Rolle. Freund, Anwalt, Arzt, Förderer, Vater, Schwiegervater.
kann auch jeder andere sein, der hier eine Rolle spielt, jeder, der dir wohlwollend gegenübersteht. Dieses Ende hier kann mit einem Kind zu tun haben, kann mit dem Liebeskummer zu tun haben und mit einem wohlwollenden Mann. Ebenso der Kummer und auch der Stillstand. Wir haben hier den Kummer, wir haben hier den Kummer. Gut möglich, dass du hier auch Lösungen und Möglichkeiten findest in den kommenden 4 Wochen für genau diese Personen. Das ist auch gut möglich und das sehr geduldig, dass du hier quasi unterstützend wirkst. Da kommt das Offizielle, eine Amt, Bank, Versicherung, Telefongesellschaft und hier kommt der Verlust. Etwas geht verloren, es ist Zeit für einen Abschied. Wir haben hier den Abschied, wir haben hier den Abschied. Ein Abschied von einer offiziellen Person. Das kann jetzt etwas Offizielles, kann auch ein Vertrag sein, das kann ein Vertrag, das kann eine Arbeit sein. Da geht auf jeden Fall etwas in den Verlust. Also wenn ihr damit zu tun habt, dann schaut da bitte auch genau hin. Und jetzt kommt die beste Kasse überhaupt, das Glück. Ich habe den Eindruck, dass was hier auch im Stillstand ist, was es auch ist, was hier vielleicht wirklich kurzzeitig einen Kummer macht, oder Thema Verlust hier, da wandelt sich was. Wir haben hier Wandlungsenergie, wir haben Transformationsenergie hier liegen. Denn das Glück sagt, hier wird etwas gelingen. Leichtigkeit, positiver Zufall. Hier wird etwas gelingen, ein Abschluss, etwas, was du beenden willst, wird hier gelingen. Auch das kann sein, etwas, was hier vielleicht auch die Personen beenden wollen, wird hier gelingen. So, meine Lieben, wir schauen uns jetzt noch die Tarotkarten an, um noch ein paar Impulse dazu zu bekommen. Die 2 der Schwerter umgedreht. Die 2 der Schwerter ist die Entscheidungslosigkeit, nicht wissen. Aber aus den Gedanken heraus, aus Ängsten heraus, nicht wissen, welche Entscheidung zu treffen ist. Und hier kommt aber auch noch die Herrscherin. Und die Herrscherin ist Wachstum, ist Fülle, ist etwas Neues will auf die Welt kommen hier. Vielleicht ist das auch der Prozess, in dem du gerade steckst, etwas Neues auf die Welt zu bringen. Vielleicht das ist für mich schon wieder hier Transformationsenergie. Ich bekomme die ganze Zeit dieses Gefühl der Transformation. Also, du Liebe, der hier zuschaut, lass dich nicht entmutigen, okay? Du sollst dir hier wirklich auch die Zeit geben, die du brauchst für die Entscheidungen. Ganz wichtig. Lass dich hier nicht entmutigen. Es geht um das Wachstum.
viele Störche, weil irgendwie hat keine gerade raus. Okay, dann schauen wir uns hier den Sarg noch mal genauer an. Die Karte möchte raus. Und die kommt noch dazu. Okay. Dann schaue ich mal, was wir hier haben. Die 8 der Kelche. Die 8 der Kelche und der Magier. Ja, du hast alle Möglichkeiten. Du kannst hier den Neubeginn gestalten, wie du möchtest. Du bist, die 8 der Kelche ist für mich trotzdem auch, man sieht es hier auf dieser Karte auch sehr schön, wenn der Fokus sich entsprechend einstellt. Dort, wo der Kelch steht, da ist es dunkel, ne? Der Kelch selber ist total hell, da leuchtet etwas drinnen. Aber er steht hier im Dunkeln und sie läuft hier in das Licht. Es kann jetzt sein, dass etwas an der Kelch sind Gefühle. Der Kelch, da geht es um... also hier hat man sich schon was Wertvolles, Stabiles aufgebaut. Aber trotzdem ist man hier nicht zufrieden und entscheidet sich hier... Die Sonne steht in dem Fall, finde ich, für das Thema der Hoffnung. Man hat die Hoffnung auf die 9 der Kelche und macht sich jetzt auf den Weg. Na, irgendwie ist hier eine Situation, die einen nicht so ganz zufrieden macht, weswegen man sich jetzt hier, man verlässt etwas, was durchaus schon einen gewissen Wert hatte, was... Aber trotzdem ist man hier nicht zufrieden und beendet dieses Thema, weil die Hoffnung da ist, in eine Verbesserung zu kommen. Und das ist ja hier auch die Veränderung eines Irrglaubens. Also hier wird etwas erkannt. Und aufgrund dieser Erkenntnis kommt hier das Wachstum. Wir haben hier Wachstum, wir haben hier Wachstum. Ja? Und der Magier, das ist ja der, der alle Möglichkeiten hat, ja? Manifestation. Wäre der jetzt auf den Kopf gekommen, was er Gott sei Dank nicht ist, wäre das Thema der Manipulation im Raum gestanden, aber er ist ja gerade rausgekommen. Und deswegen habe ich den Eindruck, du entscheidest hier über dein Glück, ja? Du hast es in der Hand, wir haben die Wege hier, du entscheidest über dein Glück. Du hast ganz viele Möglichkeiten, der Magier hat Kelche, Stäbe, Schwerter und Münzen. All diese Tools kann er verwenden, weiß, wie man sie verwendet, weiß, wie man sie am besten einsetzt. Die Kelche stehen ja auch für Freundlichkeit, für die Liebe, für die Wertschätzung. Und trotzdem ist hier wohl ein Aspekt, der dich nicht zufriedenstellt. Also irgendwas fehlt dir hier noch. Deswegen hast du die Hoffnung und machst dich jetzt auf den Weg. Auch in dem Bewusstsein, dass du viel erreichen kannst, wenn du dich jetzt auf den Weg machst und hier etwas beendest. Wow, ihr Lieben, die Energie, die hier ist, die ist sehr schwer, aber die ist auch mächtig, genau das Wort. Ich habe hier eine sehr machtvolle Energie gerade. Ihr Lieben, wenn ihr damit in Resonanz geht, wir schauen uns jetzt gleich noch die unterste Karte hier von den Tarotkarten an, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder und abonniert gerne den Kanal, damit ihr informiert werdet, sobald ich wieder ein Video hochlade. Das Ganze ist kostenlos. Ich wünsche euch von ganzem Herzen alles, alles Liebe und jetzt schauen wir in die unterste Karte und da ist
Oh, das Ass der Stäbe, die Leidenschaft, die Chance auf Leidenschaft, auf Feuer, auf deine Leidenschaft, habe ich den Eindruck. Ich bekomme, wenn ich mir das so anschaue, gerade noch zwei Impulse rein. Und zwar für den einen oder anderen kann es darum gehen, dass das dritte Auge aufgeht. Das ist ein Impuls. Und für den nächsten kann es sein, dass hier die eigenen Bedürfnisse klarer werden. Auf jeden Fall ist es eine grandiose Chance, die hier auf dich wartet oder zukommt. Deine Leidenschaft leben bekomme ich hier auch noch rein. Lebe deine Leidenschaft. So rum. Ihr Lieben, tschüss, macht's gut.